Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ja, Freunde, ich bin zurück mit dem insgesamt dritten Video am heutigen Tage. Und zwar werde ich euch in diesem Video hier alle 14 unveröffentlichten Fahrzeuge in GTA Online zeigen, die wir eben noch in den nächsten Wochen in Form von Drip-Feed-Content, in Form von irgendwelchen Event-Wochen in GTA Online von Rockstar Games bekommen werden. Natürlich werde ich euch die Fahrzeuge anhand von Gameplay zeigen und nicht nur anhand von Game-Coding-Bildern wie noch im letzten Video, denn ich habe mittlerweile alle Fahrzeuge in GTA Online gespawnt und mir mal angeguckt und ein bisschen mit denen gefahren, und das werde ich euch heute hier in diesem Video zeigen. Außerdem werde ich euch auch verraten, was die Fahrzeuge kosten werden und was für Fahrzeugklassen diese Fahrzeuge haben. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen. Und solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich jetzt extrem freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Ist für dich kostenlos, würde mich enorm unterstützen. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann erhältst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in das eigentliche Video. Und da beginnen wir direkt mit dem ersten Fahrzeug. Und zwar handelt es sich bei dem ersten Fahrzeug um den Nagasaki Strider. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Ihr seht auch schon, wie dieses Fahrzeug im Hintergrund aussieht, und zwar handelt es sich hierbei um ein Motorrad. Keine Angst, Freunde, das ist jetzt kein Oppressor MK3 oder so ein Bullshit. Das Fahrzeug kann nicht fliegen. Kaufen können wir uns dieses Fahrzeug, dieses Motorrad auf Legendary Motorsports, und zwar hat dieses Fahrzeug zwei unterschiedliche Preise. Zum einen, wenn wir uns das Fahrzeug direkt kaufen wollen, kostet es uns 670.000 GTA-Dollar, und zum anderen, wenn wir den Einkaufspreis freigeschaltet haben, kostet uns das Fahrzeug dann nur noch 502.500 GTA-Dollar. Den Einkaufspreis schalten wir by the way frei, wenn wir den Casino-Heist-Raub abgeschlossen haben und dieses Fahrzeug eben als Fluchtfahrzeug ausgewählt haben. So ist das bei allen Fahrzeugen hier in diesem Video, die eben über zwei Preise verfügen werden. Basierend tut dieses Fahrzeug, dieses Motorrad im richtigen Leben auf jeden Fall auf den Lazarett Triazuma. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Fahrzeug richtig ausgesprochen, und aufgrund von diesem Fahrzeug hat Rockstar Games dieses Fahrzeug hier in GTA Online überhaupt erst gemacht. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten neuen Fahrzeug, und dieses neue Fahrzeug hat eine ganz neue Fahrzeugklasse, und zwar nennt sich diese Fahrzeugklasse Open Wheel. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um den Progen PR4, und wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei um ein Formel 1 Fahrzeug, um einen Formel 1 Wagen, und diesen können wir uns auf Legendary Motorsports, jetzt haltet euch fest, was der kosten wird, nämlich für 3.515.000 GTA Dollar kaufen. Im richtigen Leben basiert der Progen PR4 auf den McLaren MP4-6 aus dem Jahre 1991, also er ist im richtigen Leben auch ein Formel 1 Wagen. Außerdem verfügt das Fahrzeug noch über eine besondere Eigenschaft, und zwar verfügt dieser Formel 1 Wagen über Nitro, das heißt, ihr könnt damit boosten, um ein bisschen schneller zu fahren. Kommen wir zum dritten Fahrzeug, und zwar handelt es sich beim dritten Fahrzeug um den Ocelot R88. Er stammt auch aus dieser neuen Fahrzeugklasse, die sich Open Wheel nennt, und wie ihr es auch schon sehen könnt, handelt es sich bei diesem Fahrzeug ebenfalls um einen Formel 1 Wagen. Kosten wird uns dieser Formel 1 Wagen auf Legendary Motorsports 3.115.000 GTA Dollar, und basierend tut der R88 auf den March 83C Crossroad DXF aus dem Jahre 1983. Auch dieses Fahrzeug verfügt wieder über eine besondere Eigenschaft, und zwar verfügt dieses Fahrzeug, dieser Formel 1 Wagen, ebenfalls über Nitro, den man eben mit der R3-Taste auf der PlayStation 4 ganz einfach auslösen kann. Kommen wir zum vierten neuen Fahrzeug, zu einem Muscle Car, und zwar dürfte dieses Muscle Car dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vorkommen, denn es ist ein Fahrzeug, was eigentlich schon in GTA Online verfügbar ist, nämlich der D-Klasse Drift Yosemite. Der normale Yosemite ist ja schon in GTA Online verfügbar, allerdings hat dieser jetzt nun eine Drift-Variante bekommen. Kaufen können wir uns ihn bald auf southsanandreassupercars.com, und zwar verfügt dieses Fahrzeug über zwei unterschiedliche Preise. Der Normalpreis beträgt 1.308.000 GTA Dollar, und der Einkaufspreis, ja, der beträgt dann 981.000 GTA Dollar. Wie gesagt, auch hier der
Einkaufspreis wird freigeschaltet, wenn wir den E-Klasse Drift Yosemite beim eigentlichen Heist-Finale als Fluchtfahrzeug auswählen und das Ganze dann damit abgeschlossen haben. Kommen wir zum fünften neuen Auto, und zwar ist das hier der Dinka Blister Kanjo. Er ist ein Kompaktwagen, auch er verfügt über zwei unterschiedliche Preise. Kaufen können wir ihn uns auf southsanandreassupercars.com, und zwar kostet er hier normalerweise 580.000 GTA-Dollar, und der Einkaufspreis beträgt dann, wenn wir ihn eben als Fluchtfahrzeug im Casino heißt ausgewählt haben, 435.000 GTA-Dollar. Im richtigen Leben basiert der Dinka Blister Kanjo auf jeden Fall auf dem Honda Civic Type R EK9. Ich habe euch auch mal hier gerade im Hintergrund ein Bild eingeblendet, damit ihr seht, wie das Fahrzeug im richtigen Leben aussieht. Machen wir weiter mit dem sechsten Fahrzeug, und zwar handelt es sich hierbei um den Nagasaki Outlaw. Dieses Fahrzeug ist ein Geländewagen, und kaufen können wir ihn uns ebenfalls auf southsanandreassupercars.com. Auch er verfügt wieder über zwei unterschiedliche Preise, und zwar kostet er regulär 1.268.000 GTA-Dollar und der Einkaufspreis beträgt 951.000 GTA-Dollar. Im richtigen Leben basiert der Nagasaki Outlaw auf jeden Fall auf dem Maverick X3 Turbo. Auch hier seht ihr gerade wieder im Hintergrund ein Bild, wie das Fahrzeug im richtigen Leben aussieht. Machen wir weiter mit einem Fahrzeug, welches ja schon einmal in GTA Online drin war im Story-Modus, nämlich mit dem Debauchi JB700W. Dieses Fahrzeug ist ein Klassiker, und dieses Fahrzeug werden wir uns auf Warstock Cash & Carry kaufen können, weil dieses Fahrzeug eben ein Waffenfahrzeug sein wird. Und zwar kostet der Debauchi JB700W 1.470.000 GTA-Dollar. Dieses Fahrzeug verfügt nur über einen Preis, also das Fahrzeug verfügt jetzt nicht über einen Einkaufspreis, den wir uns dann auch freischalten können. Nein, gibt es bei diesem Fahrzeug nicht, und Besonderheiten bei diesem Fahrzeug wird auf jeden Fall sein, dass er vorne eben zwei MGs dran hat, mit denen ihr schießen könnt. Deshalb ist das Fahrzeug auch ein Waffenfahrzeug. Das achte unreleased Fahrzeug ist dann ein Geländewagen, und zwar der Ruin Zabar. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er verfügt wieder über zwei unterschiedliche Preise, und zwar kostet er regulär 2.400.000 GTA-Dollar, und wenn wir ihn eben als Fluchtfahrzeug beim Casino Heist genutzt haben, dann kostet uns dieses Fahrzeug noch 1.800.000 GTA-Dollar, also 600.000 GTA-Dollar weniger. Kaufen können wir ihn uns, wie gesagt, auf Warstock Cash & Carry, und basieren tut der Ruin Zaba im richtigen Leben auf den Sherp ATV. Aber ich denke mal, das erkennt ihr eh ganz gut an dem Bild, was ich euch gerade schon eingeblendet habe. Machen wir mit dem neunten Fahrzeug weiter, und zwar handelt es sich hierbei um den Grotti Furia. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um den ersten neuen Supersportwagen, und auch dieser hat wieder zwei unterschiedliche Preise. Kaufen können wir ihn uns auf Legendary Motorsports für 2.740.000 GTA-Dollar, und wenn wir ihn halt als Fluchtfahrzeug im Casino Heist benutzt haben, kostet er uns dann nur noch 2.055.000 GTA-Dollar. Im richtigen Leben basiert der Furia auf jeden Fall auf den Pininfarina Battista. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist auf jeden Fall eine italienische Fahrzeugmarke. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich die Marke richtig ausgesprochen habe, und ein Bild, ja, zum Battista seht ihr gerade hier auch schon im Hintergrund, wie das Fahrzeug eben im richtigen Leben aussieht. Machen wir weiter mit dem zehnten neuen Fahrzeug, und zwar handelt es sich hierbei um den Overfloyd Imorgon. Und das ist eben der zweite neue Supersportwagen, den wir uns dann eben bald auf Legendary Motorsports kaufen können. Dieser Supersportwagen wird dann nur über einen festen Preis verfügen, und zwar kostet er dann auf Legendary Motorsports, wie gesagt, 2.165.000 GTA-Dollar. Machen wir mit dem 11. Fahrzeug weiter, und das 11. Fahrzeug ist, denke ich mal, ein Fahrzeug, was viele von euch schon kennen, weil es eine Variante von diesem Fahrzeug bereits im Spiel gibt. Und zwar handelt es sich hierbei um den Karin Sultan Classic. Der Karin Sultan Classic ist ein Sportwagen. Er verfügt dann wieder über zwei unterschiedliche Preise, und kaufen können wir ihn uns auf southsanandreassupercars.com. Zum einen für 1.718.000 GTA-Dollar, und der Einkaufspreis wird dann sein, wenn wir ihn eben als Fluchtfahrzeug im Casino Heist benutzt haben, nämlich 1.288.500 GTA-Dollar. Machen wir weiter mit dem 12. neuen Fahrzeug, welcher ebenfalls ein Sportwagen sein wird,
wird, nämlich der Dinker Sugoi. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Fahrzeug richtig ausgesprochen. Auch er wird wieder zwei unterschiedliche Preise haben. Ihn können wir uns auf sourcehandwaresupercars.com bald kaufen. Kostenpunkt hier 1.224.000 GTA-Dollar. Und wenn wir ihn uns halt zum Einkaufspreis freigeschaltet haben, kostet er uns nur noch 918.000 GTA-Dollar, also gute 300.000 GTA-Dollar weniger. Im richtigen Leben basiert der Dinker Sugoi auf jeden Fall auf dem Honda Civic Type R FK8. Auch hierzu seht ihr gerade wieder im Hintergrund ein Bild, damit ihr wisst, wie das Fahrzeug im richtigen Leben aussieht. Machen wir weiter mit dem 13. unveröffentlichten Fahrzeug aus dem The Diamond Casino Heist DLC in GTA Online. Und zwar handelt es sich hierbei um den Albani VSTR. Auch dieses Fahrzeug ist ein Sportwagen, allerdings verfügt dieses Fahrzeug nur über einen festen Preis. Kaufen können wir ihn uns auf Legendary Motorsports und dieser Preis beträgt dort 1.285.000 GTA-Dollar. Im richtigen Leben basiert der Albani VSTR auf dem 2019er Cadillac CTS-V. Das Ganze erkennt man auch hier schon gut am Namen, da hat Rockstar Games auf jeden Fall ein kleines Easter Egg eingebaut und auch hier seht ihr gerade wieder im Hintergrund ein Bild, wie das Fahrzeug im richtigen Leben aussieht. Last but not least kommen wir dann jetzt zum letzten unveröffentlichten Fahrzeug und ich glaube, das ist doch definitiv das besonderste Fahrzeug, was wir noch bekommen werden, und zwar kommen wir hier zum RC Tank. Dieses Fahrzeug, ja, ist so etwas wie der RC Bandito, nur eben ein RC Bandito Panzer, würde ich mal sagen. Er gehört zur Fahrzeugklasse Militärfahrzeuge und wird uns auf Warstock Cash and Carry 2.275.000 GTA-Dollar kosten. Ich kann euch auf jeden Fall noch ein paar Fakten über das Fahrzeug mitgeben, und zwar könnt ihr diesen alle 2 Minuten spawnen, beziehungsweise er hat einen 2 Minuten Spawn Cooldown. Ihr könnt dieses Fahrzeug über das Interaktionsmenü spawnen und tunen könnt ihr dieses Fahrzeug, diesen Panzer, ganz normal im Los Santos Custom, wie es auf jeden Fall jetzt gerade aussieht. Ob Rockstar das Ganze noch ändern wird, kann ich euch leider noch nicht sagen. Außerdem, wenn ihr dieses Fahrzeug gerade fahrt, also wenn ihr euch dieses Fahrzeug über das Interaktionsmenü angefordert habt und ihr dieses Fahrzeug fahrt, dann seid ihr für alle anderen Spieler nicht auf dem Radar sichtbar, sprich ihr seid out of radar. Außerdem verfügt das Fahrzeug über eine weitere Fähigkeit. Es ist zwar sehr langsam, aber dafür kann es eben, wie gesagt, springen. Also seine Fähigkeit ist eben, dass es springen kann. Das Fahrzeug wird über zwei unterschiedliche Waffen verfügen, und zwar zum einen standardmäßig über eine Kanone. Und wenn man sich hier die Waffe umändert, dann kann man sich hier sogar tatsächlich einen Flammenwerfer draufballern, was auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr cool ist, denn Flammenwerfer gibt es noch nicht in GTA Online. Wenn ihr allerdings standardmäßig die Kanone drauf lasst und damit schießt, habt ihr zwischen jedem Schuss jeweils 3 Sekunden Delay, bis man eben den nächsten Kanonenschuss abfeuern kann. Okay, Freunde, das waren jetzt nun alle 14 unveröffentlichten Fahrzeuge aus dem The Diamond Casino Heist DLC. Wann das jeweilige Fahrzeug erscheinen wird, kann ich euch an dieser Stelle noch nicht sagen. Das kann euch nur Rockstar Games beantworten. Allerdings habe ich euch sonst alles, ja, mitgeteilt, was bis jetzt bekannt ist über diese 14 unveröffentlichten Fahrzeuge in GTA Online. Freunde, ich hoffe, das Video war für euch informativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und wenn dem so ist, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden da draußen zu teilen, damit die auch Bescheid wissen, was wir denn bald noch in GTA Online bekommen werden. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich wie gesagt freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest, und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann erhältst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen richtig schönen Abend. Wir hören uns dann entweder nachher im nächsten Livestream oder morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.